Auf diesem Hof ist in 7 Jahren kein Gemüse gewachsen. Ich habe die Kohlen beseitigt und es blieb Brache. Nur die Rainies können die Probleme lösen. Mit Hilfe ihrer Tochter Kaylee siedelten die beiden 23 Milchziegen an. Ich will Tierärztin werden, seit ich 3 bin. Doch schon bald schrumpfte die Herde, die einzige Einkommensquelle der Familie. Die Kojoten töten sie. Eine von ihnen war trächtig. Ich könnte kotzen. Wir stehen hier vor Riesenherausforderungen. Als erstes will ich aber sehen, wo sie ihr Trinkwasser herkriegen. Die nächste saubere Quelle ist Kilometer entfernt. Jedes Wasser holen wird hier zum Akt. Mitten im Wald. Wir sind Hinterwäldler. Erstaunlich, was die auf sich nehmen, um Wasser zu holen. Echt unglaublich. Als wir hergekommen sind, hatten wir 3 Jungs und 20 Mädchen. Wir haben die Ziegenmilch dann auf dem Markt getauscht oder verkauft. Das war ein kleiner Zusatzverdienst. Aber jetzt ist nur noch die hier übrig. Nur eine? Das ist ein heftiger Verlust. Die Kojoten sind eine so allgegenwärtige Bedrohung, dass Matt zuerst den Zaun auf Vordermann bringen will. Kaylee, du entfernst Unterholz und ich fälle ein paar Bäume. Nach dem Wasserholen checken Marty und Jeremy mit Misty, weshalb bei den Rains nichts wachsen will. Jetzt ist Pflanzzeit. Ich weiß. Und du hast einfach aufgegeben? In 3 Jahren nur eine Paprika. Ich sollte Gras fressen. An verschiedenen Stellen werden Proben genommen. Misty lässt diese in einem Labor in der Nähe analysieren. Überall hier wurde im Tagebau Kohle gefördert. Das ist eine echte Herausforderung für uns. Hoffentlich zeigen die Proben, dass die Lage nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Ihr habt hier Arsen, Cadmium, Kupfer, Selen und Chrom. Das alles vergiftet den Boden, auf dem wir stehen. Euch gehört also ein Stück Land, auf dem nie Gemüse wachsen wird. Wir legen gemeinsam einen neuen Garten oben auf dem Hügel an. Das wird hart. Seid ihr dabei? Are you in? Oh yeah. Oh yeah. You are? Yeah. Der Gemüsenotstand auf dem Hof soll durch einen Nutzgarten auf dem nicht kontaminierten Hügel beendet werden. Matt will die Höhle zu einem kojotensicheren Ziegenstall machen, damit Donna eine neue Herde anschaffen kann. Und Marty sucht eine Lösung für das Wasserproblem. Bislang muss Jeremy für jeden Kanister ja stundenlang fahren. Okay, zu unserem Projekt. Am nächsten Tag nimmt Matt den Kampf gegen die Kojoten auf. Ich will diese Höhle zur Ziegenfestung machen. Tor zu und ihr müsst euch nie wieder Sorgen um sie machen. Auf dem Hügel zeigt Misty Jeremy gerade, wie man gefällte Bäume in Dünger verwandelt. Holzasche ist sehr gut für den Garten. Da ist viel Kalium drin. Dadurch bildet sich Zucker in den Pflanzen und sie werden sehr kräftig und widerstandsfähig. Mein Rücken ist total kaputt. Deshalb habe ich das Haus barrierefrei gebaut. Es könnte nämlich sein, dass ich mal im Rollstuhl sitze. Warum? Ich wurde mit einer Spina bifida geboren. Da liegt die Wirbelsäule außerhalb vom Körper. Jetzt ist sie drin. Jeremy, das ändert alles. Dieser Garten braucht Wasser. Und wenn Jeremy im Rollstuhl sitzt, kann er nicht mehr 3 Stunden weit fahren, um es zu holen.
Was ist das? Ist das der Brunnenbauer? Es ist tatsächlich Martys Brunnenbauer. Alles gut? Du freust dich, Mann. Dieses Riesengerät ist so, als wenn Superman uns helfen würde. Das ist krass. Dein Plan? Auf das X kommt der Brunnen. Noch näher am Haus kann selbst ein Mann mit jahrelanger Erfahrung nicht bohren. Es gibt für diese Ecke keine Grundwasserkarten oder sowas. Das ist also, als wenn ich einen Dartpfeil hinter mich werfe und sage, ja, getroffen. Ganz ehrlich, ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Die ersten 8 Meter der Brunnenbohrung sind inzwischen geschafft. Wasser! Das ist nicht trinkbar. Oberhalb der Felsschicht können noch Schadstoffe drin sein. Kontaminiertes Wasser ist hier bis zum Felsgrund durchgesickert. Erst in den darunterliegenden Schiefer- und Sandsteinschichten könnte sich sauberes Wasser finden. Amos hofft, beim Bohren nicht auf Stellen zu stoßen, die durch Kohleflöze verunreinigt sind. Traurige Wirklichkeit ist, dass die ganze Natur hier belastet ist. Oben auf dem Hügel hat Misty den Boden geebnet. Jetzt setzt sie einen Zaun, der den Nutzgarten schützt. Wir stehen sehr gut da. Das alles hat knapp $700 gekostet. Aber der Garten wird sie das ganze Jahr über versorgen. Amortisiert sich das? Ja, ab dem ersten Herbst. Wir verteilen Schotter, damit kein Wasser hochsteigt und die Ziegen happy bleiben. Dann bin ich auch happy. Donna hat für $600 6 Ziegen gekauft. Der Grundstock für die neue Herde. Hey, wir haben Wasser. In 120 Metern Tiefe erreicht der Bohrer endlich ein Reservoir mit unbelastetem Trinkwasser. Mir wurde immer gesagt, dass Männer nicht weinen. Aber ich danke euch wirklich. Ganz ehrlich. Gott segne euch und euer weiteres Leben. You're quite welcome.